Abliefern, wenn es darauf ankommt. Heute mit Professor Dr. Oliver Stoll und Romy Bär. Grüße nach Zinnwald. Hallo Romy. Dann lass uns doch noch mal ein bisschen rekapitulieren, was wir damals so gemacht haben, als wir uns kennengelernt haben. Und du ja damals IBU Cup warst ja unterwegs, kann ich mich erinnern. In den Jahren davor, du bist ja auch mal Weltcup, hast du auch mal teilgenommen, gell? Doch, ich habe auch an einigen Weltcups teilgenommen und war da auch gar nicht so unerfolgreich. Also ich war sogar mal, mit der Staffel habe ich sogar mal einen zweiten Platz im Weltcup gehabt. Wow, und ja. Ich war siebte und vierzehnte auch im Weltcup in Einzelrennen. Mhm. Ja. Genau. Und ja gut, dann hast du ja eine Verletzung und dann wolltest du ja wieder ran. Über den IBU Cup ist ja bei euch immer so... Bist ja dann rangeführt. Eine Verletzung, dann war ich wieder ziemlich, eigentlich war ich dann wieder im IBU Cup die Beste und dann ist mir die nächste Verletzung passiert und dann, naja, also da hatte ich ein bisschen Pech sozusagen. Und ich kann mich erinnern, als wir uns damals kennengelernt haben, da war das Laufen nicht das Problem, ganz und gar nicht, sondern da war eher so die Schießerei, das Schießen eher so das Problem. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das damals so in dir gereift ist? Ich probiere mal was mit einem Sportpsychologen und was damals los war so konkret? Also das ist ja so entstanden, dass wir uns in Halle kennengelernt haben über den Philipp. Genau. Sonst wäre ich, glaube ich, gar nicht so auf die Idee gekommen. Damals war das noch nicht so verbreitet mit Sportpsychologen. Das ist ja da, ging da erst los. Und durch meine vielen Verletzungen und das ganze Chaos mit Mannschaft rein, Mannschaft raus, war ich, glaube ich, auch ziemlich verunsichert dann, was meine Situation angeht. Und ich bin auch ein Typ, der sehr viel nachdenkt. Genau, da hast du dann eigentlich mit mir zusammen versucht, mit verschiedenen Techniken eine Lösung zu finden, wie ich das Nachdenken so ein bisschen in den Hintergrund am Schießstand. Ins Hier und Jetzt mussten wir dich kriegen. Ich kann mich noch erinnern, du hast mir damals erzählt, als wir das erste Mal über Biathlon gesprochen haben und dann wollte ich ja mal wissen, wie ist denn das so bei so einem Rennen bei dir? Und da sagst du, naja, ich laufe halt und es macht total Spaß, weil ich schnell unterwegs bin und fühle mich gut. Und dann komme ich ins Stadion rein, ins Schießstadion und dann ging die Rattermaschine los. Dann hast du dann habe ich angefangen nachzudenken. Naja, dann habe ich eben nachgedacht, was könnte jetzt sein, wenn ich jetzt null schieße? Also wenn ich null Fehler schieße, was könnte da sein? Oder was könnte passieren, wenn ich 5 Fehler schieße? Oh Gott, was passiert dann? Genau. Das sind ja alles Gedanken, die da wirklich gar nicht hingehören. Genau, die gehören da gar nicht hin. Das hast du auch relativ schnell erkannt, aber du hattest damals ja noch kein Mittel zur Verfügung, wie du es abstellen kannst. Genau. Und ich kann mich erinnern, wir haben ein paar Sachen ausprobiert. Also vor allen Dingen haben wir so ein Drehbuch entwickelt für deine Schießerei. Kannst du dich da noch dran erinnern? An das Drehbuch weiß ich jetzt nicht mehr. Wir haben uns halt Mantras zurechtgelegt, die ich dann wieder rausholen sollte. Und da habe ich einiges versucht und... Das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Genau. Also wir haben ja erstmal so überlegt, was ist denn wichtig beim Schießen? Dann hast du mir gesagt, okay, das sind hier wichtige Aspekte beim Schießen. Die haben wir dann mal aufgeschrieben und dann an diesen Mantras sozusagen haben wir uns, die sollten in deinen Fokus gelangen damals. Nennt man das jetzt noch Mantras oder? Wir haben das damals so genannt. Mantra ist ja ein Begriff, der kommt ja aus der Meditation, aus der indischen Mythologie sozusagen. Also die ganzen Menschen, die meditieren, nutzen Mantras, um in so einen Zustand reinzukommen, wo sie ganz im Hier und Jetzt sind und voll bei und ganz bei sich und alles andere ausblenden können. Aber der Sinn ist ja dasselbe eigentlich. Egal, wie man es nennt. Und ich kann mich dann auch erinnern, dass wir dann so Tiefenentspannungsübungen gemacht haben. Ja. Genau. Das kann ich mir noch sehr gut erinnern. Und da sind wir die Rennen ja dann durchgegangen. So. Du warst in einem tiefen, entspannten Zustand und hast mir nur zugehört. Genau, da habe ich dir zugehört. Und ich war wirklich das, was ich vorher nicht geglaubt habe, dass man dann wirklich weg ist. Ne? Dass man so den...
dass man das verliert, wo man gerade ist. Genau. Wie soll ich denn sagen? Das war für mich ja eine ganz neue Situation. Mhm. Also das war, glaube ich, eine Technik, die wir genutzt haben damals. Und dann kannst du dich noch erinnern mit dem 50-Euro-Schein am Schießstand an die Sache? Nee. Ich kann mich noch daran erinnern, an die Ente. Hinten kackt die Ente. Ja, genau. Das war eigentlich, was ich am häufigsten dann für mich auch verwendet habe. War mit dem 50-Euro-Schein? Genau. Also ich habe dir einen hingelegt. Wir sind in die Schießhalle damals hochgegangen. Ich kann mich erinnern, wir sind damals in die Schießhalle gegangen und dann habe ich dir den hingelegt auf die Matte und habe gesagt, wenn du alle 5 abräumst, kannst du den behalten. Und dann hast du mich groß angeguckt. Sag, nee, oder? Sag ich doch. Und dann hast du dich gleich hingelegt. Bam, 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 bam. Alle 5 abgeräumt. Okay. Ja. Und wir haben das natürlich ausgewertet danach. Ja, den hast du nicht behalten übrigens. Den hast du mir wieder zurückgegeben. Und wir haben das dann ausgewertet, weil mir kam es darauf an, dass du das als Herausforderung, das Schießen als Herausforderung damals wahrnimmst und nicht als Bedrohung sozusagen. Ne? Also wenn ich jetzt hier verkacke, ist alles Mist. Ja, sondern so, was? Ich kann hier 50 Euro gewinnen, wenn ich abräume, kriege ich doch locker hin. Ne? Also es ist meine Herausforderung. Und das war damals sozusagen der Sinn und Zweck dieser kleinen Übung. Ja, bist du einmal rumgelaufen oben und dann in die Halle reingekommen, bam, 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 abgeräumt, fertig. Genau. Ja, wie würdest du das aus heutiger Sicht, auch wenn es schon lange her ist, würdest du sagen, dass das damals einen Effekt hatte, was wir damals gemacht haben für deine Performance später? Auf jeden Fall. Okay. Also ich denke auch, ich hatte in der Zeit, als ich mit dir gearbeitet habe, hatte ich wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich war ja mal dabei, oben bei euch in Zinnland. Ich war mit dabei, genau. Ja, genau. Und das war ein super Rennen. Ja, das war ein super Rennen, ich weiß noch, genau. Das war vielleicht auch, weil du am Rand standest, das kann natürlich auch sein. Da habe ich noch mehr vergessen, was ja, nachzudenken, oder? Genau. Sehr cool. Ja, und dann hast du eine super Saison, kann ich mich erinnern. Und wenn du jetzt so heute noch zurückerinnerst, dich, es war ja dann schon relativ, du bist ja dann irgendwann zurückgetreten, das hatte ja wieder mit einer Verletzung zu tun. Ja? Also, obwohl ich mich erinnern kann, ich glaube, du wolltest noch mal angreifen damals, war das nicht so? Ja, ich wollte, aber ich musste dann aufhören. Also von mir aus hätte ich noch weitergemacht. Mir wurde die Entscheidung abgenommen, was aber jetzt im Nachhinein eigentlich auch gut so war. Mhm. Ja. Aber ich war damals was sehr enttäuscht, glaube ich. Kann ich mich dunkel erinnern. Als dann so. Ja, aber ich glaube, das geht jedem so, wenn er das so unfreiwillig aufhören muss, dann ist man erstmal eine Weile, hat man zu kämpfen, aber ja, das ist dann in Ordnung. Mhm. Ja, ja, ja. Vor allem, wenn man dann andere Ziele hat, das ist, die meisten von den Sportlern haben auch Willen und wollen irgendwas machen und irgendwas erreichen und die fallen dann nicht in ein Loch, die haben zwar zu kämpfen, aber die haben dann eine neue Aufgabe und beißen sich dann wieder an was anderem fest. Also. Konntest du so diese, wir nennen das immer transferable skills, also übertragbare Fähigkeiten, die man sich angeeignet hat im Sport, in den Beruf mit hineinnehmen, würdest du sagen, ja, dass das, okay. Das ist auf jeden Fall diese Willensstärke und dass man, wenn man was anfängt, das auch zu Ende bringen möchte und sich an der Sache auch festbeißt und das bewältigt irgendwie, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Also so ein Kampfgeist und das merke ich auch ganz deutlich auf Arbeit, dass viele ganz anders sind. Oder dass man dann gesagt bekommt, Mensch, du machst es ja total akribisch und was für mich selbstverständlich ist, ist für viele zu viel Arbeit aber für jemanden, der aus dem Sport kommt oder aus dem Leistungssport, ist das ganz normal, dass wenn man eine Sache anfängt, dass man die dann durchzieht und dann das ordentlich macht. Und das würde ich sagen, als wichtigste Fähigkeit eigentlich mitgenommen. Okay. Du kommst ja aus so einer großen Biathlon-Familie. Hast du so ein bisschen den Überblick, gell? Also so geschichtlich auch. Ja.
weil ihr seid ja die Biathlon-Familie schlechthin im Erzgebirge da unten. Und wie würdest du sagen, heutzutage, also damals hast du ja vorhin gesagt, damals spielte so Sportpsychologie überhaupt keine Rolle oder keine weit nicht weit verbreitet. Aber wie schätzt du das heute ein? Hat sich da was entwickelt, auch im Biathlon-Bereich, wenn du das überhaupt im Moment überblicken kannst? Also nach meinem Empfinden nimmt das eigentlich jetzt jeder in Anspruch. Okay. Also ich kann natürlich das nicht jetzt genau sagen, wer das wirklich, aber was man hört, alle Athleten, die jetzt gerade im Biathlon im Kader sind, im Weltcup starten, haben da irgendwie einen Mentaltrainer oder ja, also das wird auf jeden Fall viel, viel mehr genutzt. Damals wurde man ja vielleicht auch noch komisch angeguckt und so Psychologe wurde eher so, ne, haben wir ja schon oft drüber geredet, Ja. auf die Ledercouch oder so da geschoben, der Sportler und dann, aber das ist ja heute ganz, ganz normal. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Romy, danke für deine Zeit und nochmal für das Rekapitulieren. Sind ein paar interessante Infos, glaube ich, dabei, auch für Leute, die gerade sich vorbereiten und in der Karrierephase sich befinden, wo sie sich mit Mentaltechniken auseinandersetzen wollen. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Dann kommen wir mal, wenn es wieder geht, komme ich mal nach Zinnwald hoch mit Frauke. Ja. Tschüss, Romy, mach's gut. Tschüss. Ciao.